Recht herzlich willkommen zur 99. Folge von Star Vector. Ja, wir sind auf dem Weg zu der Station hier. Dann wollen wir das auch mal gerade in Angriff nehmen. Ein bisschen schneller das Ganze. Und schauen, was wir da noch holen können, beziehungsweise wir werden ein Schiff da lassen. Einfach aus dem Grunde, damit wir bessere Kampfbereitschaft vielleicht haben. Ich denke, das ist so ein kleines Problem. Und vielleicht können wir das damit lösen. Ich weiß es aber nicht. Gucken wir erstmal hier rein. Was gibt's hier? Die Teile kommen noch dazu. Und der Rest ist nicht entscheidend. Die Supplies sind ein bisschen knapp. Da sollten wir nochmal drüber nachdenken. Und dann in Fleet rein. So, und dann ist zu überlegen, was lassen wir hier. Ein Frachter? Ist jetzt eine gute Frage. 810 Cargo Capacity. Wie viel haben wir? 3900, also haben wir auch andere Schiffe, die das gut so hinkriegen, ne? Warte mal, wenn wir den jetzt nehmen, jetzt haben wir hier die Rin auf 11, steht's da. Packen wir mal rüber, dann nur 3. Okay, da haben wir also schon mal die richtige Stelle gefunden. So, machen wir den mal raus. Und was passiert bei dem zweiten? Oh. Dann ist es 0. Warum, weiß keiner. Ah, weil wir wahrscheinlich dann nicht mehr genug, sag schon, transportierbare Flüssigkeiten und sowas haben. Was passiert, wenn wir den hier lassen? Oh, dann geht's auf 19 hoch. Und gucken wir hier mal gerade rein. Einmal Medium, viermal, einmal, dreimal, achtmal. Der ist also besser. Ich würde den ersten vielleicht noch da lassen. Der sieht auch besser aus. Der ist auch nicht schlecht. Und hier, ja, wir lassen dieses Schiff auch nochmal hier. Mal gucken, was das bringt. Und dann haben wir hier eine Readiness von 28, ne? Oder was ist das? Logistik? Logistik Rating, okay. Und hier werden wir wahrscheinlich auch hochkommen, ne? 25%. Okay, würde ich mal sagen, lassen wir so. Gehen wir raus. Leave. Und Low on Supplies. Okay. Und dann fliegen wir nochmal. Da ist die Station, na genau, dahin. Um die Low Supplies dann mal gerade schnell in den Griff zu kriegen. Die sind nämlich jetzt gleich alle. No. Okay, weiter geht's. Ja, wir wissen das, aber wir müssen jetzt erstmal dahin. So, da müssten wir jetzt Supplies kaufen. Gucken, wie sich das jetzt hier auswirkt. Ich nehme noch mal ein paar mehr mit. Confirm. Oh, das ist, weil wir überladen sind wahrscheinlich. Das heißt, wir verkaufen das mal gerade schnell. Wir können... Nee, überladen kann nicht sein. 300? 500? Nee. Ha, Combat Logistic Rating ist total schlecht. Ja, Confirm haben wir schon gemacht. Jetzt ist hier wieder 62%. Puh.
fahre mal gerade einmal raus. Bei Low-Tech-Komponenten. Nein, das wollen wir schon mal gar nicht machen. Ah, 9,2 pro Tag haben wir jetzt. Ja, das wissen wir schon. Das ist schon lange so. Lass mal gerade gucken. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Wir haben 332 Leute, wir brauchen aber nur 293. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt nochmal gerade hier hin und setzen die an der Luft. Weil die kosten uns ja auch noch Supplies, ne? So, hier haben wir wieder was produziert, das können wir dann auch noch mitnehmen. Confirm und ich glaube, wir können mehr wie 30 Leute hier lassen. Und confirm. Jetzt haben wir hier wieder 35 Supplies pro Tag. Das liegt wahrscheinlich hier am Überladen oder was? Sieht aber wieder nicht so aus. Okay, aber Leaf 8,9, das ist doch ein Wert, den können wir gebrauchen. So, dann fliegen wir hier raus. Ja, das ist doch schön. So, Hyperspace. Und dann geht die Reise weiter, und zwar nach Procyon. Fliegen wir da ein, ne? Ja. Da war eine große Flotte. Ja, sieht ganz gut aus. Commodore Readiness ist natürlich so eine Geschichte für sich. Logistic Rating ist auch nicht jetzt das Beste, ne? Rein da. Und da müssen wir hin. Ist ja gleich nebenan. Das können wir hier lassen. Und das nehmen wir mit. Genauso wie das und das und die noch dabei. Confirm und leave. Und dann können wir gleich direkt daneben landen. Und dort können wir es verkaufen. Hier will das so keiner haben. Und das müssen wir über diesen Weg machen. Ja. Das weg. Wohl, so wenig wie wir brauchen, können wir es umgekehrt machen. Und, ach so. Mhm. Da würde ich mal sagen, fliegen wir dann doch nochmal gerade rüber. Und liefern das da ein bisschen ab, oder? Weil, die können das hier gebrauchen. Die 1000 verkaufen wir woanders. So, lief. Karte, Sprungtor daneben, fliegen wir gleich hin. Hätte ich auch so sehen können, ne? So, dann in Hyperspace und nach Zentronom die Low-Tech-Klamotten verkaufen, ne? Gut. Sind wir auf dem Weg. Ja. Wir sind ja schon ein paar Folgen dabei, die 99. haben wir und ich bin am überlegen, wie weit wir weitergehen. Momentan ist das so ein bisschen so, dass der Entwickler, Okrim heißt er,
eine Pause macht, hat keine Lust zu entwickeln, spielt lieber irgendwelche Spiele, die gerade frisch rausgekommen sind, was ja auch verständlich ist. Hier ist ja auch das Problem, dass immer noch Versionsupdates kommen und ja, da hat man vielleicht auch nicht so Lust, wenn beim nächsten Update einem der ganze Mod kaputt geht. Da müssen wir dann mal überlegen, wie wir weitergehen. Und ich bin am Überlegen, eine Pause zu machen. Aber da würde ich euch gerne mit ins Boot nehmen und ihr sagt mir doch mal, was ihr davon haltet und schreibt mir das bitte in die Kommentare. Gut, da war ein Pirat. Und hier können wir jetzt unsere Low-Tech-Komponenten verkaufen, was wir auch sofort machen. Haben wir Erfahrung für gekriegt. Und das können wir disconnecten. Wir können natürlich hier was mitnehmen, ne? Die werden da oben wahrscheinlich gebraucht. Gut. Und leave. Und hier zum Sprungtor. Da sind Piraten, aber die fliegen weg. Ja, entweder nach Nexus oder dahin. Ich fliege mal erst nach Nexus und gebe das da ab. Die wollen das haben. Sind wir auf dem Weg dahin. Und da ist es ja schon, ne? Da war auch ein Pirat. Und da ist die Station, ne? Und ich krieg sie nicht auf dem Schirm. Ja, müssen wir erst diese Richtung fliegen. Und werden wir schon gleich neu erreichen, ne? Da ist die Station. Gut. Die Hightech-Komponenten schmeißen wir hier raus. Und das war's dann. Oh, das gab aber viele Punkte. Disconnect. Leave. Einmal den Charakter rein. Oh, da ist auch ein Level-Up kurz davor. 242 und 239, das heißt, es sind nur noch 3 und dann können wir leveln. So, zum Sprungtor. Und dann geht's Richtung Lenosov, oder wie das auch, Lomonosov, so heißt es. Gut, Hyperspace. Kommt's vor, als ob momentan unwahrscheinlich viele Piraten hier in der Ecke sind. So, auf dem Weg. Da reingesprungen. Wunderbar. Da ist auch noch ein Pirat hier. Aber die sind so schnell, da kommen wir gar nicht hinterher, ne? Da wäre noch eine größere Flotte. Halten wir gerade an, gucken wir an. Ah, die haben gerade gekämpft, das heißt, das wird auch wieder nix. Low on Supplies, okay, dann müssen wir erstmal hier hin oder dahin. Ne, fliegen wir dahin, wo wir da nah dran sind und dann dort unten hin. Das werden wir noch überleben. So, da müssen wir das alles einpacken. Und mal Confirm machen. Und dann fliegen wir da runter, oder? Ja, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.